Umatra. Ja. Was machen wir heute? Ey, Real Talk, ich baue jetzt erstmal eine insane Dia-Huhn-Farm, oder? Sieht man das? Weil Diamanten sind immer noch so ein, oder? Haben wir genug jetzt mittlerweile? Sollen wir mal checken kurz, ja, wie viele Dias wir haben? Warte, ich check mal kurz. Rein in die Olga hier. So, also wenn wir jetzt nicht über 20 Diamanten haben, dann 16. Umatra. I will just Rumatra, okay? You know me. I'll do my thing, okay? The thing goes boom. I'll just do my thing, okay? Wir machen schnell eine OP-Dia-Farm, geht super fix. Und dann gönnen wir uns Botania rein, meine Freunde. Und dann bauen wir mal eine Hütte hier. Weil jetzt, wo ich fliegen kann, Dicker, da bin ich der Meinung, da sollte man ein Haus bauen, oder? Geschmackssache. Oh, willst du ein bisschen Gratis-Content haben? Alter, Gratis-Content, like what? Ich kann dir Gratis-Content anbieten. Ich habe gestern ist mir tatsächlich der Content ausgegangen, weil Max krank ist und du warst nicht da. Und dann habe ich auch so ein Stream-Event gestartet, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben ja mit Max dieses Battle Royale gemacht. Ich dachte, okay, dann stelle ich mir ein kleines Bauteam zusammen. Ja. Mit dem ich dann quasi so eine Battle Royale-Insel design, damit die nächsten Battle Royales noch geiler werden. Und da habe ich dann halt so einen Plot-Server erstellt und habe die Leute im Creative bauen lassen. Und jetzt habe ich heute noch nicht drauf geschaut, tatsächlich. Romatra, nenn es, Alter. Was hast du getan? Da könnten wir drauf gucken. Machen wir später. Ich muss jetzt hier. Romatra, ich bin schon voll im Diamanten-Grind. Du kennst mich, Alter. Der Diamantenfilm hat mich wieder gepackt, weißt du? Pass auf, ich fange jetzt hier erstmal an mit der Pisse hier. So. Komm, 776. Ich habe verpennt, mein Game zu starten. Ich war irgendwie ganz angetan von den Sachen, die der Typ da gebaut hat. Oh, das ist geil, oder? Ist schon geil, oder? Ja. Romatra, würdest du, wenn du sowas könntest, Videos darüber machen? Ja, oder? Schon aufwendiger Content, aber auch geil, oder? Es ist schon sehr, sehr aufwendig. Kannst du dir Trimax mit so einem Bauarbeiterhelm vorstellen, wie er so richtig reinschaut oder sowas? Also, Mutter, der Trimax hier. Also ja, das schon, aber ich könnte mir niemals vorstellen. Wie Trimax so den Bauarbeiterhelm richtig auch so richtig, der hat den so richtig, weißt du, so schief auf. Und immer fällt so ein Stein runter auf seinen Kopf, weißt du? Können wir eigentlich einen Nuke bauen? Geht das? Nee. Bomb? TNT? War auch nicht. Gut, schade. Machst du Minecraft Craft Attack 7 mit? Natürlich, Leute. Homefandriel. Wie geht's dir? Ich hab dich gerade geschlagen. So, wir können ja auch jetzt easy, können wir jetzt mal anfangen eigentlich, unsere Insel schön zu machen, wa? Jetzt von unten so mal ein bisschen Tiefe in die ganze Geschichte hier bringen, weißt du? Mensch oder Max? Atomkraftwerk. Rumatra, oh ja, hast du Bock, dich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen? Tatsächlich habe ich darauf Bock, aber nur wenn du Bock hast, noch eine 64-Karte zu bauen. Küsschen, sind wir schon wieder voll? Ja, wir sind voll. Wir sind voll. Woran liegt's? Liegt an allem. LOL? Ich nehme die Hühner von den Enderperlen mal und schmeiß die jetzt mal da raus, ja? Weil das macht ja keinen Sinn mehr, oder? Ich würde jetzt die Diamantschicken da rein tun, weißt du? Und die anderen würde ich halt in Netzen einfach einlagern im ME-System, die Hühner. Dann kann man die rein und rausnehmen, wie man gerade Bock hat, weißt du? Das ist auch cool. Oder? Ist doch geil. Pass auf, dann mache ich das jetzt mal. Ey, Romatra, das Ding ist ja einfach komplett voll, wa? Ja, es ist komplett voll. 4K Storage Part. Oh, Romatra, ich habe gar keinen Bock, die Sachen zu machen, wa? Ja, ich fühle das. Was denn mit Max? Der macht doch nie irgendwas Sinnvolles. Er sagt dann, nee, das ist eine Scheißaufgabe und genau in dem Tonfall und dann macht er es nicht. Weißt du, man? So ein Ding ist das. Alter. Jungs, wollt ihr euch nochmal hier, nochmal Bock, hier ein bisschen rumzubocken, die zwei? Komm, gönn euch mal rein hier. Geilen Hühner, Alter. Boah, geil, oder, Romatra? Wir könnten auch mal eigentlich einen automatischen Ofen machen, irgendwie. Ja, Digga, auf jeden Fall wird's mal Zeit, oder? So wie wir diese Ofen hier haben, sind die sicher weder effizient noch... Ja, wir sind komplette Bots, Alter. Wir sind komplette Spastis, Digga. Das ist wirklich, solltest du ja nur für ein Item. Das ist einfach nur wirklich hohl. Bitte? Wie heißt der schnellste Ofen? Die schnellste Maus von Mexiko. Wie auch. Das ist Speedy Gonzales. Speedy wie, Speedy wo, die schnellste Maus von Mexiko. Macht den Ultimate Furnace, Leute. Wir machen den Ultimate Furnace. Wenn ihr das sagt, dann machen wir den Ultimate Furnace, Gottverdammte. Ultimate Furnace habe ich jetzt auch schon gehört. Ultimate. Ey, Romatra. Ja? Ich mache dir zwei 64K Storage Piece. Jetzt ist es raus. Ich bin einfach, tut mir leid, Romatra, ich bin geisteskrank. Oh. Richtig. Das ist brutal sicher. Also, Romatra, ich hab die Motivation. Ich hab die Motivation und ich hab Bock drauf. Ich hab richtig Bock drauf. Leute, unendlicher Speicherplatz ist im Kommen. Das ist ein Trend. Ja? So. Boah, zwei 4K Storage-Disks. Ne? Das ist natürlich lecker, jetzt, die ich jetzt hier gemacht habe. So good. Ich hab ja Craft von klein auf gelernt, ne? Ist der viele Leute gar nicht. Jetzt habe ich eine Fluid-Disk gemacht, ich bot. Ah, du hast schon mal eine gemacht. Du lernst es einfach nicht. Ja, egal. Wir haben jetzt, ey, guck mal. Wir haben jetzt 300K. Ey, ist aber nicht schlimm. Ist alles richtig jetzt. 300K Speicherplatz, Romatra. Es ging tatsächlich sehr schnell. Ich bin halt ein extrem guter Spieler in Minecraft. Kann man nicht anders sagen. Weißt du, was ich meine? Also, ey, Digga, ich habe heute noch getweetet, alle anderen Verkehrsteilnehmer außer mir sind dumm. Guck mal, ich gehe über die Straße, ja? Ich gehe so ganz leger gehe ich über die Straße und ich denke mir so,
Da kommt ein Fahrradfahrer, so. Und ich gehe so als Fußgänger, gehe ich über die Straße. Und der Fahrradfahrer fährt auf mich zu und hält auf mich drauf. Der müsste nur so einen Millimeter nach links fahren. Und dann schreit er mich an, Missgeburt, geh an der Straße runter. Und es war so viel Platz und er ist extra nochmal beschleunigt. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist dieser andere Mensch von Verkehrsteilnehmer, wo ich mir denke, boah, Junge, bist du ein Opfer, Alter. Zieh mal lieber einen Helm, sonst... Kriegst einen auf die Fresse. Junge. Zehnerhühnchen haben wir jetzt auch, Leute. Das züchten wir jetzt hoch, die geile Olga hier. So Leute, dann können wir nämlich, dann fahren wir da hinten noch schnell eine Dia-Farm. So komm, paart euch ihr zwei. Macht die Liebe, tut es miteinander, reibt euch, ihr geilen Säulen. Ei. Was denn? Was wir brauchen für den Ultimate Furnace ist unnormal. Also wirklich legit unnormal. Wir brauchen, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber wahrscheinlich an die 100 zu Premium. Und wir kriegen 2, wenn wir einmal den Wither klatschen. Also wir müssten wahrscheinlich noch so 50 mal den Wither klatschen. Haben wir was zu tun, wa? Mann, so Romatra, ich hole jetzt alle Undermen schicken erstmal hier raus, hier vorne, ja? Und lager die dann im MMA-System in dem Netz ein. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Eine Reihe Enderman schicken lasse ich da. Enderman schicken wahrscheinlich, oder? Ender schicken lasse ich da. Die anderen werden jetzt oben dir schicken. Dann haben wir nämlich genügend Diamanten, weißt du? Romatra, bist du damit konform? So sprich mit mir. Ja, ich spreche mit dir. Ich bin nur sehr sauer gerade, weil wir... Weil wir arbeiten müssen, ne? Das ist natürlich Scheiße. So reibet euch aneinander und zeuget Kinder. Die geilen Höllenhühner. Den ganzen Tag würde ich Hühner farmen im echten Leben, wenn ich könnte. Ein richtiger Hühnerfan. Jeden das seine. Das wäre ganz viele Supremium. Obwohl, nein, es geht sogar tatsächlich. Oh, ich habe mich verrechnet. Ja, das ist genau wie bei deinem Geburtstermin. War es ein bisschen zu früh, ne? Ui. 2-3 Monate. Oh mein Gott, bist du ein Assi. Oder ich bin auch zu früh gekommen. Alles Assi, gut, Digga. Alter, ich habe auch erst 20 Minuten nach der Geburt angefangen zu atmen. Alles cool. Bin einer dieser Menschen, weißt du. Lone Survivor nannte mich der Arzt. Er sagt, boah. Oh, shit, respect, you gotta respect that kid. Dann geht die Einsortierung der Hühner jetzt los. Die ersten Diamanthühner beziehen ihr wohlgemachtes Nest. So, komm mal ran hier. Wir können den Mobgrinder weder bauen, noch können wir ihn powern, Alter. Uns fehlt einfach alles. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mit Diamanten müssen wir jetzt easy nachkommen, Leute. So, checken wir mal ganz kurz, wie viele Dias wir haben jetzt schon. Seitdem die Hühner, ja, 54 jetzt mittlerweile schon, Romatra. Grüße gehen raus, ne? Wir hatten eben 14, als ich angefangen habe. Ich sag's nur. Na, ist gut. Wie ist gut? Ist ganz solide. Also ich weiß nicht, wie soll ich jetzt deinen Schnacken oder was? Ja, so. Wie heißt denn mal der Bag, Leute, hier von Dings? Der Blumenbeutel hier. Wie heißt denn die Plürre nochmal? Jungs, klärt mich auf. Automatische Mana-Farm. Müssten wir uns auch ansetzen, wa? Müssen wir uns auch ansetzen. Pouch. Der Pouch, der gute. Pouchberger. Hier, komm ran hier. So. Dann hatten wir für die Endoflame braun. Was machst du jetzt? Was ist jetzt dein... Ich mach jetzt hier gerade weiter Zauberei. Braun, rot und was hat man noch? Grau. Grau ist das. So, perfekt. So, das und das. Soul Sense Seeds. Soul Seeds, Alter. Es gibt Solarium Seeds, aber Solarium ist nicht... Solarium ist das, wo Robert Geiss immer reingeht. Ja. Ein bisschen aufpassen. So, zack, zack. Zack. Pixel. Zack. Ich glaube, Nether Seeds haben wir so. Jetzt möge die Zauberei beginnen. Ja, warte mal. So. Ich fange jetzt an, die Wither Farm zu automatisieren. Ist auch eine Aufgabe. Doch, Nether Essence. Ja, ich automatisiere jetzt die Wither Farm. Geil. Ich weiß, dass nicht jede Pflanze ihr eigenes Ding braucht. Ich habe aber ein Gefühl, dass es dann einfach irgendwie effektiver ist. Oh, das war ein knapp. Ja, gut. Ja, was machst du da? Hör mal, ey, du Bot, Mann, sammel doch nicht auf, du Trottel. Ich bin hier mühsam am 32er Stacks am Separieren, Alter, du Bot. Leg die mal wieder da drauf. Jede Pflanze kriegt 32 Kohle. Automatisier doch die Mana. Ja, Leute, wie mache ich eine automatische Mana-Farm? Erzähl's mir. Kommt. Und überhaupt, was habe ich dann davon, wenn der Mana-Pool voll ist? Er sagt mir das. Also ich würde es gerne wissen. Ich muss ja erstmal gucken, was ich jetzt mit dem Mod überhaupt kann. Hab ich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, ich Trottel. Mit dem Dropper. Ja, das ginge. Die 58 Diamanten, Romatra. Tendenz steigend. Gut, Leute, gönnen wir uns nochmal ganz kurz Botania. Und dann hauen wir wieder bei dem Typen, wo ich mich nur am Aufregen rein. So, der Crack-Hitter hat hier was gemacht. Der hat diese Pure Daisy, hat er jetzt, oder? Haben wir die nicht schon? Pure Daisy? Pure Daisy? Daisy, da ist sie, die Pure Daisy. Dann hat er noch eine Blume gemacht, dann hat er hier gemacht. Der hat dann die... Dayblume. Ah, das ist Dayblume gibt's glaube ich nicht mehr, ne? Das ist die
Dayblum ist jetzt die Pure Daisy. Ja, ja, okay, gut. Das haben wir ja schon herausgefunden, Leute. Das ist ja ein Update gewesen. So, jetzt macht ihr hier. Ah, ne, das ist die Endoflame. Die Endoflame ist das ja jetzt. Ja, komm, das haben wir schon alles raus, Junge, wie ich Mana erstelle. Das passt. Soll ich noch ein paar mehr davon machen, Leute? Soll ich noch ein paar mehr Endoflames machen? Haltet ihr das für sinnvoll, wenn ich die außenrum ganz viele stelle? Ja, oder? Ja, dann machen wir das, Leute. Kommt. Nennt es mir und ich bin dabei. War doch vorsichtig, ja? Was denn? Mit dem Wizard da hinten. Ja, ja. Ich meine, wir können jetzt fliegen. Ich glaube, selbst wenn er ausbrechen würde, wäre voll easy, Alter. Ja, stimmt, der wäre auf jeden Fall legbar. Kollege hier vorne gönnt sich auch. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Schön, dass du existierst. So. Es wird wieder gezaubert, meine Freunde.